Es ist ganz schön frostig heute Morgen. Das passt aber auch sehr gut zu unserem heutigen Thema. Denn wir möchten uns anschauen, wie sich winterliche Temperaturen auf den Akku und auf die Reichweite eines Elektroautos auswirken. Viele von euch kennen das sicherlich von ihrem Handy, dass der Akku bei Kälte schneller schlapp macht als bei warmen Temperaturen. Aber trifft das auch auf ein E-Auto zu? Dass ein E-Auto auch bei kalten Temperaturen ganz brauchbar sein kann, sieht man daran, dass Norwegen das Land mit dem europaweit höchsten Elektroautoanteil ist. Und ich meine, Norwegen steht jetzt nicht gerade für milde Winter. Was aber tatsächlich stimmt, ist, dass die Reichweite eines Elektroautos im Winter sinkt. Warum das so ist, dazu spreche ich heute mit Matthias Vogt. Er ist E-Mobilitätsexperte beim ADAC und hat dazu einige interessante Tests gemacht. Hallo Matthias. Hallo Marie. Hi. Ihr testet hier ja E-Fahrzeuge bei unterschiedlichen Temperaturen. Was macht ihr hier gerade? Ja, hier in der Klimakammer, da können wir Elektroautos und Verbrenner unter winterlichen Temperaturen testen. Beispielsweise das Laden in der Kälte oder auch das Aufheizen eines Elektrofahrzeuges. Und aktuell haben wir so minus 4 Grad. Wir können aber auch wirklich bis unter minus 20 Grad hier abkühlen. Und bei diesen Minusgraden gibt es bei der Nutzung von Elektroautos auch einige Dinge, auf die ihr achten solltet. Ja, insbesondere das Thema Heizen ist natürlich sehr spannend. Beim Verbrenner entsteht natürlich durch den Motorbetrieb sehr viel Abwärme. Genau, und das ist bei einem Elektroauto nämlich anders, denn es ist sehr effizient unterwegs und erzeugt in seinem Betrieb so gut wie keine Abwärme. Zudem muss es mit Strom aus der Batterie geheizt werden. Dazu kommt noch, dass ein kalter Akku chemisch bedingt einfach nicht so leistungsfähig ist wie ein warmer, da bei Kälte das Elektrolyt im Akku zähflüssiger wird und die Elektronen dadurch nicht so leicht wandern können. Richtig, deswegen sorgt beim Elektroauto ein Thermomanagement dafür, dass der Akku sich immer im idealen Temperaturbereich befindet. Das ist so circa zwischen 20 und 40 Grad Celsius. Und dieses Thermomanagement sorgt dann auch dafür letztendlich, dass bei Kälte oder bei Hitze der Akku nicht überlastet oder gar beschädigt wird. Matthias, aber wie sorge ich denn jetzt dafür, dass nicht so viel Energie für das Heizen verbraucht wird? Ja, so das Einfachste ist zum Beispiel die Innenraumtemperatur etwas reduzieren und dafür über die Sitzheizung sich aufwärmen. Und auf der anderen Seite natürlich auch etwas durch das Nutzungs- oder Fahrverhalten. Viele Kurzstrecken bedeuten natürlich, man muss das Fahrzeug oft aufheizen und die Wärme geht dann wieder verloren, wenn man es abkühlt und das kostet letztlich viel Reichweite. Wenn man zum Beispiel jetzt eine längere Strecke zurücklegt, ist dieser erstmalige Aufheizvorgang dann gar nicht so gravierend auf die Reichweite. Ihr seht also, dass ein Elektroauto im Winter deutlich mehr Energie verbraucht als im Sommer und dadurch sinkt natürlich dann die Reichweite. Man darf aber auch nicht vergessen, dass auch ein Verbrenner bei kälteren Temperaturen, bei Kaltstarts oder Kurzstrecken einen deutlich höheren Verbrauch hat als normalerweise. Erzählt uns doch nun mal, wie eure Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen im Winter sind. Hattet ihr Einschränkungen bei der Reichweite oder ist euch vielleicht auch etwas anderes aufgefallen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Matthias, mir wird es jetzt hier bei minus 4 Grad ehrlicherweise etwas zu kühl, deshalb würde ich mich jetzt wieder nach draußen begeben. Ich danke dir aber sehr für die Zeit und vielen Dank für deinen Input heute. Gerne. Also, mach's gut, ciao. Mann, war das jetzt kalt da drin tatsächlich. Ich friere immer noch. Übrigens verkraftet ein kalter Akku beim Schnellladen auch weniger Leistung und der Ladevorgang dauert länger, als wenn der Akku auf Temperatur ist. Wer sich jetzt an die etwas geringere Reichweite gewöhnt hat, der wird feststellen, dass ein Elektroauto ein echt gutes Fahrzeug für den Winter ist. Denn Elektroautos besitzen serienmäßig eine Standheizung und die elektrische Heizung wärmt das Fahrzeug schneller auf als die Heizung eines Verbrenners. Zudem bieten die Hersteller komfortable Apps an, mit denen das Fahrzeug bereits vor Antritt der Fahrt angenehm aufgewärmt werden kann. In den sozialen Medien gibt es oft das Gerücht bzw. liest man oft, dass man bei einem Stau im Winter im Elektroauto erfrieren müsse. Die Sorge kann ich euch nehmen, denn sie ist unbegründet. Der Energieverbrauch eines Elektroautos im Stand ist mit 1 bis 2 Kilowatt sehr gering und damit könnt ihr das Fahrzeug für viele Stunden heizen. Vorausgesetzt, ihr seid jetzt nicht mit dem letzten Kilowatt in der Batterie unterwegs, das wäre schlecht. Aber wenn ihr noch etwas in der Batterie drin habt, kommt das auf jeden Fall gut hin. Die Kollegen vom ADAC haben dazu einen Härtetest gemacht. Den haben wir euch in einem Link unten in der Videobeschreibung eingefügt. Klickt euch da gerne mal rein, es ist super interessant. Ich würde euch jetzt gerne noch 4 Tipps für den Betrieb eines Elektroautos im Winter an die Hand geben.
Erstens, egal ob Elektroauto oder Verbrenner, habt immer genug Reserve in der Batterie oder auch im Tank, um auf unvorhersehbare Situationen vorbereitet zu sein. Zweitens, wenn ihr im Winter schnell laden wollt, macht das am Ende der Fahrt, wenn der Akku noch betriebswarm ist. Drittens, minimiert das Auskühlen des Fahrzeugs. Bedeutet, parkt das Auto in einer Garage und haltet Türen und Fenster nicht länger offen als nötig. Und viertens, der letzte Punkt, heizt das Fahrzeug über das Stromnetz. Wenn das Fahrzeug mit dem Ladekabel am Stromnetz angeschlossen ist, wird für das energieintensive Aufheizen nicht der Strom aus der Antriebsbatterie genutzt, sondern direkt aus dem Stromnetz genommen. Wichtig ist dabei aber auch, dass Sparen nie zu Lasten der Sicherheit gehen darf. So ist es wichtig, dass Fenster immer eis- und beschlagfrei sind und auch beim Licht darf keinesfalls gespart werden. Generell kann man auch sagen, dass allgemeine Wintertipps sowohl für Elektroautos als auch für Verbrenner gelten. Zudem empfiehlt es sich, immer eine warme Decke und gegebenenfalls auch Getränke an Bord zu haben. Zusätzlich natürlich auch ein Besen und einen Eiskratzer, die gehören nämlich auch ins Auto. Mehr Infos zum Thema Autofahren im Winter und die oben genannten vier Tipps und noch weitere Tipps findet ihr in zwei Links in der Videobeschreibung. Falls ihr mehr zu diesem oder zu anderen E-Mobilitätsthemen wissen möchtet, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir werden euch diese direkt beantworten. Über Abos, Likes und Shares freuen wir uns natürlich auch und folgt auch gerne unseren anderen Social-Media-Kanälen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat euch der ein oder andere Tipp ja geholfen und bis nächste Woche.